Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne mit dir in die Goodiebox Crush hineinschauen und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Goodiebox Crush ist eine Box, die nur Make-up-Produkte beinhaltet. Man kann die zum einen auch so kaufen für 19,95 €. Ich habe die aber im Abo und ich glaube, da kostet die 14,95 €, weil ich die reguläre Box jetzt auch im Abo habe. Und ich meine auch, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ich bin noch ein bisschen lost, was das angeht. Ich glaube, die erscheint viermal im Jahr. Also alle 3 Monate, wenn ich mich nicht irre. Ich schreibe euch das aber auch nochmal in die Infobox hinein. Ich habe die, wie gesagt, im eigenen Abo. Und wenn du die Box neu abonnierst, also die Goodiebox an und für sich, ne, also quasi die Mutti davon, dann schau gerne mal im i vorbei. Dann bekommst du ja die Welcome-Box und dann danach, den Monat bekommst du dir in der regulären Variante. Genau, und ich habe mir jetzt quasi das Abo geholt für die normale Box und für die Crush-Box. Ja, ich meine, dass wir hier 4 bis 6 Make-up-Produkte drin finden werden. Und ja, schönes Boxendesign und ich würde sagen, wir schauen mal hinein. Das war ein Reim, oh mein Gott. Auch genauso wie bei der Goodiebox an sich, ein schönes Boxen-Schubladensystem hier. Und dann habe ich hier einmal den Flyer, The Crush One. Ich habe alle Produkte in dieser Box handverlesen, speziell für dich. Ich hoffe, sie gefallen dir. Alles Liebe, Caroline. Und dann, oder Caroline. Und dann kannst du den QR-Code hier hinten drauf scannen. Und kannst dann dir das Unboxing anschauen. Zack, Unbox. Und dann kommen wir zuallererst einfach mal zu dem, was die Boxenpacker sich beim Boxenpacken gedacht haben. It's time for a fresh start Box. Und das ist eigentlich die Januar-Variante. Ich mache das jetzt ja, das Video im März. Ich weiß nicht, ob es im März oder im April rauskommt. Ja, dann müsste das alle 3 Monate, dass die Box erscheint. Ne? Make-up ist eine Kunstform und du bist der Künstler oder die Künstlerin. Egal, ob du neu im Make-up-Geschäft oder ein Profi bist, es gibt immer neue Produkte zu testen und auszuprobieren. Unsere Aufgabe ist es, die Beauty-Branche auszukundschaften und eine Vorschau auf die kommenden Beauty-Trends zu bekommen. Im Jahr 2023 geht es vor allem um Leichtigkeit. Wir konzentrieren uns auf feuchte Lippen, okay, leuchtende Haut, okay, und schöne Wimpern. Feuchte Lippen, check, leuchtende Haut. Ich finde, ich habe heute den Glow überhaupt, ne? Und das war jetzt nicht irgendwie mit crazy Produkten gemacht. Und Wimpern, jo, die habe ich auch am Start. Cool. Ich bin im Trend, Leute. Es ist ein neues Jahr, ein neuer Anfang und wir haben unsere Lieblings-Make-up-Produkte ausgewählt, um dir einen frischen Start ins neue Jahr zu ermöglichen. Es ist Zeit, kreativ zu werden, Spaß zu haben und herumzuspielen. Witzig ist aber eigentlich, dass ja dieses Jahr eher so matte Haut angeblich, ne, in sein soll. Aber da bin ich mal gespannt drauf. Hier habe ich jetzt einfach mal die Produkte in der kleinen Box drin und dann schauen wir mal hinein. Und natürlich ist die Box ein bisschen kleiner als die reguläre Variante, weil wir keine Pflege drin haben. Und das finde ich eigentlich mal ganz cool, ne? Hier sehen wir dann auch die Produkte in der Box und ich gehe jetzt mal anhand des Magazins hier durch. It's time to a fresh start. Hier habe ich von Sandstone Scandinavia das erste Produkt. Black and Bold Waterproof Liquid Eyeliner. Das ist soweit so schön. Ich verwende auch gerne Eyeliner. Aber das ist einer, ja gut, mit einer Kugel zum Schütteln, das ist schon mal positiv, aber der hat so einen, ne, Dip, das ist ein Dip Eyeliner. Ich verwende nicht so gerne Dip Eyeliner, auch wenn die natürlich länger halten. Mag ich nicht so gerne, komme ich nicht so gut mit klar. Ja gut, das ist wie es ist, ne? Na gut, na gut. Wir schauen jetzt mal weiter, was das nächste Produkt so ist. Teas, Suit of Armor, Staying Powder, Setting Powder, 4,5 Gramm. Das finde ich schön. Ach komm, Magic Dust steht hier hinten drauf. A Universal Shade for All Skin Tones. Okay, ein magischer Staub. Ist das ein Highlighter oder ist es ein Puder-Puder? So schaut es aus. Sieht ein bisschen aus wie eine Limited Edition von Riva Loves Me oder Catrice, muss ich sagen. Muss, also wirklich. Oh, hier oben drauf haben wir nicht irgendwie, dass es abgeklebt ist oder so, sondern da kommt direkt das Puder raus und durch den Transport ist es natürlich ein bisschen durch die Gegend geflogen, weil die Box aus Dänemark kommt. Hier haben wir dann einmal das Puder, was ich aufgenommen habe und dann schauen wir uns das mal auf dem Handrücken an. Nö. Das ist tatsächlich nicht mit Glitzer oder so, ne? Also das ist einfach ein Setting Powder. Schön.
mag ich gerne leiden. Vor allem, weil das nicht weiß ist. Das ist halt so ein Beige. Das finde ich ganz cool. Das finde ich wirklich toll. Ja gut, aber das ist halt irgendwie offen gewesen. Ja, egal. Wir kommen damit klar. Okay, dann habe ich als nächstes hier was für die Lippen drin. Das war ja hier auch angegeben worden. Süß. Von eCooking ein Lipgloss. Das finde ich interessant. Shiny Kiss. Oh, sowas mag ich ja gerne. Weil das hat auch ungefähr die Farbe von dem, was ich drauf habe. Von meinem Revolution Pout Bomb in der Farbe Kiss, wo nur noch unten ein ganz kleines Fitzelchen drin ist. Ich kratze schon an den Wänden rum. Und ich weiß gar nicht, welche Farbe das hier sein soll. Shiny Kiss. Ja gut, wahrscheinlich, oder? Sieht so aus. Und sowas mag ich gerne. Das ist so ein leichter Rosé-Ton. Und das macht halt auch alles schön, ne? Das mag ich. Sieht soweit ganz gut aus. Es ist, ja, eher ölig. Ja, schön. Schön, schön, schön. Claudia, du wolltest swatchen und zeigen und sie verreibt es einfach. Ja, ja. Ich mache das Ganze ja schon seit bald 5 Jahren, Leute, ne? Und trotzdem. Egal. Dann ist man irgendwie in seiner ganz eigenen Welt auf einmal. Ja, schaut so aus. Ist ein sehr dezenter Ton. Mag ich wirklich gerne leiden. Und sowas ist ja auch echt angesagt, ne? Also so glossy-mäßig und so. Und das letzte ist ja das vierte Produkt für die Wimpern von Fur. Rose Gold Lash Curler. Das ist einmal dieser hier, eine Wimpernzange. Man sollte immer vorsichtig mit Wimpernzangen umgehen. Pass auf, dass du dir die Wimpern nicht ausreißt, ne? Also wirklich schon mit so einem kleinen Abstand ansetzen und dann auch nur ganz, ganz vorsichtig curlen und nicht irgendwie doll pressen oder so. Und ja, ich finde auch irgendwie, dass ich gerade ein bisschen fleckig aussehe. Sieht man das in der Kamera? Ich habe so ein bisschen was ausprobiert in der Base und es könnte sein, dass das schiefgelaufen ist. Im Prinzip habe ich einen Lidschatten oder 2 Lidschatten kombiniert als Bronzer und Kontur. Ich weiß nicht. Und ich habe hier, ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht, so einen richtigen Ratscher, weil Julius mich heute Nacht gekratzt hat. Okay, egal. Eine Wimpernzange, da vorsichtig mit umgehen. Ich habe eine von Catrice, mit der komme ich sehr, sehr gut klar. Die hat so wie so Zacken auch, ne, dass quasi die Wimpern auch wirklich genommen werden. Und hier haben wir eine Rosé-Goldene im klassischen Design, würde ich jetzt einfach mal sagen. Da habe ich auch schon einige von verwendet. Hier hast du auch wirklich, dass du die gut anpacken kannst und nicht abrutscht oder so. Ne? Das finde ich immer ganz gut, wenn du deine Finger so dadurch machen kannst und die halt nicht irgendwie rumwabbelt. Also, dass sie jetzt irgendwie offen wäre oder so. Das ist, kann schief gehen. Ne? Und wie gesagt, bei Wimpernzangen immer vorsichtig sein. Zum einen nicht zu doll drücken, dass die Wimpern dir nicht abknicken oder abbrechen, dadurch, dass du sie so biegst. Und nicht zu nah am Wimpernkranz ansetzen, weil du dir ansonsten, wenn du zu doll drückst, die Wimpern rausziehen könntest. Das wollen wir nicht. Also immer vorsichtig mit solchen Teilen sein. Aber trotzdem, Wimpernzangen finde ich großartig. Verwende ich immer, mag ich gerne leiden. Die machen halt auch wirklich einen Effekt. Ich habe eine ganze Zeit lang nichts von Wimpernzangen gehalten. Mittlerweile schwöre ich auf Wimpernzangen, ne? Und aber da halt wirklich immer aufpassen, dass ihr die auch vorsichtig anwendet. Aber wie so oft im Leben, achtet auf euch, achtet auf die Produkte, die ihr verwendet. Das ist wichtig. Okay, das war jetzt meine erste Goodiebox Crush seit langem mal wieder. Mir hat sie gefallen, doch. Also ich finde die ganz süß gestaltet. Wir haben 4 Produkte hier drin, die definitiv ihr Geld wert sind. Wir haben hier halt auch immer einen deutlich höheren Warenwert als das, was du für die Box bezahlst. Deswegen lohnt sich das schon. Auch wenn ihr euch die so als Einmalgeschichte holen möchtet für 19,95, finde ich die ganz in Ordnung. Wenn ihr zum Beispiel jetzt gerade sowieso auf einer Suche seid nach einer Wimpernzange und einem Puder, also, ne, das ist dann halt auch in dem Sinne schon mal direkt raus. eCooking ist ja eine recht hochpreisige Marke, deswegen finde ich es ziemlich cool, dass wir hier dekorative Kosmetik davon drin haben. Guten Eyeliner verwenden viele, ne, aber ich bin, wie gesagt, kein Dip-Eyeliner-Fan. Aber egal. Da ist halt einfach schon dieser Überraschungseffekt von der Goodiebox oder von der Beautybox an sich. Da kommt immer mal wieder was in die Box hinein, wo man nicht unbedingt sagt, na, das ist etwas, was ich grundsätzlich verwende, sei es bei Pflege oder bei dekorativer Kosmetik. Und wenn man nur 4 Produkte in der Box drin hat, dann ist es halt ein bisschen schwierig, wenn dann 1 von 4 Produkten nicht gefällt. Das ist was anderes, als wenn 1 von 5 oder 6 Produkten nicht gefällt. Ihr wisst, was ich meine. Okay, ansonsten trotzdem empfehlenswerte Kiste. Schaut in der Infobox vorbei. Ich gucke mal, was ich euch da verlinken kann. Und wenn es dir hier gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich super gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen.
Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.